Ich kann diesen Mist nicht mehr lesen und auch nicht mehr hören. Der Generalinspekteur fordert eine breite Debatte. Vorher hatten wir die breiten Bündnisse, das heißt vollkommen zerschossene Geister, die dort gegen rechts demonstrieren. Und jetzt will der Generalinspekteur eine Wehrpflicht und dann auch für Frauen aufgrund der Gleichberechtigung. Naja, dazu mag man stehen, wie man will, ob es Gleichberechtigung wirklich ist, wenn eine Frau ins Feld zieht und sich in Stücke schießen lässt, daran zweifle ich persönlich. Ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen. Ich habe da Kind der Kriegsgeneration mit vielen Soldaten des Zweiten Weltkriegs gesprochen und die sprachen dann von Flintenweibern bei den Russen. Die Männer hatten Tränen in den Augen, wenn sie davon berichteten, dass sie zum Beispiel als MG-Schütze dort die anstürmenden Rotarmistinnen in Stücke schießen mussten. Das ist kein schönes Gefühl, das macht kein Mann gern. Er tötet nicht gerne Männer, aber er tötet noch weniger gerne Frauen. Herr Generalinspekteur, besinnen Sie sich mal.